Ja, hallo, hier ist der Oliver. Heute möchte ich versprochenermaßen mein neues Spielzeug vorstellen, das Sony Tablet S, für das ich mich nach langer und intensiver Recherche für den Wohnzimmergebrauch entschieden habe. Versprochenermaßen, das heißt, ich habe es Kashi, also Carsten Knobloch, via Google Plus versprochen. Ich möchte eigentlich gar nicht über technische Daten und Speicher und derartiges sprechen, bestenfalls sowas andeuten. Vielmehr möchte ich über Usability sprechen, was geht nicht, welche Apps gibt es, was sind die Vorzüge, wo sind die Schwächen. Also eine völlig anwender- bzw. anwendungsbezogene Betrachtungsweisen. Ein bisschen aber auch über das Zubehör und damit möchte ich anfangen, über die teure Displayschutzfolie, die habe ich hier schon aufgebracht. Völlig schweißgebadet nach 2 Stunden Arbeit, habe ich sie dann irgendwie blasenfrei aufbringen können. Jeder, der schon mal versucht hat, eine Schutzfolie aufs Handy zu bringen, kann es vielleicht nachvollziehen. Und das hier ist schließlich ein paar Nummern größer. Dann gibt es hier noch die Docking Station hier unten. Ist auch ziemlich teuer, wird mit dem Kabel angeschlossen, das dem Tablet beilag. Also damit wird auch das Tablet geladen, wenn man keine Docking Station hat. Ich kann es mal zeigen, da unten steckt es drin. Es wurde also kein weiteres Kabel für die Docking Station mitgeliefert. Alles in allem kam ich dann auf rund 580 Euro für das Tablet in der 32 GB Variante Wi-Fi. Warum ich mich für die 32 GB Variante entschieden habe und die rund 100 Euro teurer ist als die 16 GB Variante, darauf werde ich später noch eingehen. Hinzu kommt 35 Euro für die Docking Station oder Ladestation, wie gesagt ohne Kabel. Ja, und 20 Euro, satte 20 Euro für die Displayschutzfolie und die 2 Stunden Arbeit. Jedes Mal denke ich, bei der nächsten Folie bin ich schlauer, aber es ist jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung. Wenn man das Tablet jetzt in die Ladestation gibt, im eingeschalteten Zustand, gibt es 2 Modi, nämlich Galerie und Uhr. Das möchte ich gerade mal vorführen. Ich tippe hier mal auf Galerie. Ich hoffe, es kommt gerade nichts Peinliches. Na gut, ein Bett. Ja, das synchronisiert sich natürlich mit den verknüpften Google-Accounts und kann man stundenlang zuschauen, quasi als digitaler Bilderrahmen missbrauchen. So, bevor jetzt hier noch weiteres Peinliches aus meinem Privatleben kommt, mache ich hier mal Stopp. Ich stecke das einfach nochmal raus. Breche das mal hier ab. Stecke es nochmal rein und demonstriere mal noch kurz, wie das mit der Uhr aussieht. Ja, sieht man sofort, Uhr mit Datum, auch ganz hübsch, eignet sich also wunderbar für den Wohnzimmergebrauch. So, das war der erste Teil und nun schauen wir uns mal an, was so im Detail mit dem Sony Tablet geht. So, kommen wir zum zweiten Teil, zum eigentlichen Teil, zu den Features und zur Bedienung. Man sieht hier überall links oben, rechts oben, in allen Ecken, links unten, rechts unten, Schnellzugriffstasten für die Bedienung, während ich hier zwischen den Bildschirmen hin und her wischen kann. Ich muss dazu sagen, dass ich da einiges installiert habe und wieder deinstalliert habe. Gestern das ganze Tablet nochmal platt gemacht habe und alles nochmal auf die Schnelle installiert habe. Ist noch ein bisschen Unordnung. Hier muss ich nochmal deutlich mehr Ordnung schaffen. Aber das folgt in Kürze. Ich habe hier links oben eine Google-Suche, dann geht es weiter mit der Google-Sprachsuche, brauche ich nicht besonders vorstellen, kennen die meisten schon. Dann gibt es hier den Browser, einen ganz toller Browser, sage ich später noch mehr dazu, führe ich später auch mal noch kurz vor. Dann Google Mail, dann die Fernbedienungsfunktion, das ist ja was ganz Sony-spezifisches, da kann ich meine Geräte bedienen, hier habe ich mal ein Beispiel. Hier sieht man meinen Fernseher, meine Kabelbox und so weiter und so fort. Kann auf das einzelne Gerät klicken und sagen, so, ich bin jetzt das TV-Gerät. Habe hier eine Gestensteuerung und kann auch hier in die Fernbedienungsübersicht, dass da sämtliche Funktionen angezeigt werden, die da der Fernseher bietet. Kann hier auch noch auf die zweite Seite gehen. Ich gehe wieder zurück auf die erste Seite. Kann hier zwischen den einzelnen Geräten hin und her schalten. Jetzt ist natürlich so, wenn ich jetzt zum Beispiel Kabelfernsehen schauen möchte, dann muss ich zunächst auf die Arion Kabelbox, dann muss ich wieder vor, muss auf das TV-Gerät, muss das TV-Gerät einschalten auf den richtigen AV-Kanal und dann muss ich wieder wechseln zur
Soundbar, die Soundbar einstellen, dann auch auf den richtigen Eingang einschalten. Sowas ist mit einer Logitech Harmony natürlich eindeutig komfortabler. Da lege ich eine Aktion an und dann wird der Fernseher eingeschaltet, auf den richtigen AV-Kanal gestellt, die Kabelbox wird eingeschaltet und die Soundbar wird auch eingeschaltet und auf den richtigen Eingang gestellt. Und das alles mit einem Knopfdruck, das ist also schon etwas besser als hier ständig hin und her schalten zu müssen. Es steckt eine Datenbank dahinter. Die Geräte, die nicht in der Datenbank aufgeführt sind, kann man manuell hinzufügen. Es gibt eine Lerntaste, eine Lernfunktion, indem ich einfach die alte Fernbedienung dagegen halte und Taste für Taste hier dem Tablet einer Taste zuweise. So, vielleicht noch eine Sache zur Steuerung links unten. Hier komme ich immer zurück. Und hier komme ich immer raus aus einer Applikation. Und hier komme ich auf die letzten geöffneten Apps per Schnellzugriff, die ich dann hier nochmals öffnen kann. Upsla. Ich gehe da wieder raus. So. Dann geht es hier weiter mit dem Social Feed, wie Sony das nennt. Da ist Twitter und Facebook integriert. Leider kein Google Plus. Ja gut, brauche ich eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Es kann sich ja jeder selbst eine Facebook- oder eine Twitter-App runterladen. Muss nicht unbedingt das Teil sein. Ich sage es nur mal zur Info, dass es sowas gibt. Hier ist Facebook und Twitter durcheinander. Ich kann natürlich auch sagen, okay, ich möchte jetzt nur Twitter oder nur Facebook. Ich wundere mich gerade, dass es nicht aktualisiert ist. Ich gehe mal hier auf Aktualisieren. Ah, eben. Irgendwas hing, keine Ahnung. Vorführeffekt. Wie auch immer. Hier komme ich wieder raus. Dann kann ich hier auf meine ganzen Apps zugreifen. Ich habe mich dazu entschlossen, das hier in der Reihenfolge anzuzeigen, wie es installiert wurde. Das heißt, die neuesten zuletzt. Text und Tabellen ist ja jetzt ganz neu rausgekommen fürs Tablet. Dazu muss ich sagen, ich kann zwar alles lesen und kann es auch einigermaßen editieren, aber irgendwie haben sie die Editierleiste vergessen, so dass ich da keine Möglichkeit habe, den Text zu editieren, fett, dünn, groß, klein oder auch die ganzen Formeln einzugeben. Also da muss noch ordentlich nachgebessert werden. Mobo Player übrigens ein ganz toller Player fürs Tablet. So. Jetzt gehe ich hier nochmal raus. Es gibt auch eine zweite Möglichkeit, Apps auf den Bildschirm abzulegen, indem ich lang auf den Screen drücke. Und ich kann hier meine ganzen Apps einsehen. Und hier sind sie jetzt in alphabetischer Reihenfolge. Kann hier aber auch rüberschalten zu den nächsten. Ich gehe jetzt nochmal vorne. Hier kann ich auswählen, auf welchen Bildschirm sich das auswirken soll, was ich jetzt gleich mache. Hier wähle ich jetzt mal den ersten Bildschirm und sage, okay, leg mir Amazon Apps dort ab. Zack, und schon ist es dort. Ebenso kann ich mit den Widgets verfahren. Auch hier kann ich auswählen, welches Widget ich haben will. Suche mir einen Bildschirm aus, klack, und ziehe das einfach dorthin. Hier kann ich die verschiedenen Hintergründe einstellen und da gibt es noch weitere Schnellzugriffstasten. Ich gehe jetzt hier wieder raus. Und vom Bildschirm entfernen kann ich auch, wie man es gewohnt ist, indem ich lang draufklicke und dann hier einfach auf Entfernen ziehe. Zack, ist es weg. Ja, was gibt es noch hier unten? Seht mal, ist gerade eine Mail eingegangen. Vorhin hat es auch mal kurz zwischendrin getwittert. Es gibt auch Skype. Man sieht auch hier, dass Skype online ist. Übrigens funktioniert die Videotelefonie sehr gut. Es gibt eine Frontkamera und eine Kamera auf der Rückseite. Ich kann sogar während des Telefonats umschalten zwischen Frontkamera und Backkamera in Skype. Ist natürlich eine tolle Sache, wenn man im Urlaub ist auf der Terrasse und mal zeigen will, was sich da um einen herum abspielt. Also Skype funktioniert wirklich gut, muss man sagen. Ja, jetzt kann ich hier auch auf die Einstellungen zugreifen. Ich habe hier schnell Informationen zur Ladestandsanzeige, zum verbundenen Netzwerk. Ich gehe jetzt gerade mal hier auf die Einstellungen. Hier geht es weiter auf die Einstellungen. Und jetzt kennt man hier die Leiste ja schon von seinem Handy in etwa.
Hier habe ich Informationen über den verfügbaren Speicher. Ihr seht, ich habe hier noch 22,86 GB verfügbar und hier noch 3,56 GB verfügbar. Sony hat sich ja dazu entschlossen, den Speicher zweizuteilen für die Android-Installation zum einen und zum anderen natürlich für Bilder, Videos, Musik. Die sind relativ schnell voll, je nachdem, was man sich so synchronisiert. Bilder zum Beispiel von Google oder Musik. Und ich kann hier auch, wenn ich auf Bilder und Videos gehe, direkt mir anzeigen lassen, was sich dahinter verbirgt in diesem Speicher, entweder mit dem Dateimanager oder direkt mit der Galerie. Ich gehe jetzt aber hier wieder raus. Hoppla, jetzt bin ich ganz rausgegangen. Ich gehe nochmal zurück zur Einstellung, ich wollte nämlich noch was dazu sagen. Ja, es ist natürlich auch möglich, SD-Speicher hinzuzufügen, wobei die Apps nicht direkt darauf zugreifen können. Ich musste quasi zunächst alles von SD-Speicher auf den internen Speicher verschieben, sodass die Apps direkt auch darauf zugreifen können. Es gibt natürlich auch noch eine Notlösung, indem ich einfach einen Dateimanager nehme und mit dem Dateimanager direkt auf die SD-Karte navigiere und die verschiedenen Medien von dort aus starte. 16 GB werden da schnell voll sein, also ich würde dringend dazu raten, doch 100 Euro mehr auszugeben und die 32 GB Variante zu wählen. Über das Tablet vielleicht mal noch ganz kurz, hier Android Version 3.2, Honeycomb. So, und hier kommen wir wieder raus. So viel zur Bedienung bzw. auch zur Fernbedienung. Nun möchte ich noch einige Features vorführen, die das Tablet so bietet. Allen voran den Browser. Also der Browser gefällt mir wirklich ausgesprochen gut, funktioniert wunderbar. Vielleicht einziges Manko ist die Lesezeichen-Synchronisation. Die Lesezeichen wollen sich einstellungsgemäß mit Google Chrome vom Desktop-PC beispielsweise synchronisieren. Aber irgendwie fehlen da ein ganzer Schwung an Lesezeichen, ist irgendwie nur die Hälfte da. Keine Ahnung weshalb, ich habe schon x-mal synchronisiert. Gut, es gibt ja auch externe Apps, die das leisten. Im Notfall greife ich dann eben dazu. Die Seiten, die schon mal auf waren, sieht man hier als kleines Vorschaubild. Ich gehe jetzt gerade noch mal raus aus den Lesezeichen. Will vielleicht auch mal etwas noch zur Tastatur sagen. Ich habe hier die Standard-Android-Tastatur und kann hier unten auf diesem kleinen Tastatursymbol zwischen den verschiedenen Eingabemethoden wählen. Ich wähle jetzt mal hier Swipe. Und habe hier Swipe im kleinen Layout, kann übrigens auch umstellen, Swipe im großen Layout. Hier habe ich einen ziemlich weiten Weg zu fahren, hallo. Während im kleinen Layout, hallo, natürlich deutlich komfortabler geschrieben ist. So, was noch ganz toll ist, ist das Zoom-Verhalten, Multitouch. Zack, das funktioniert wirklich sehr flüssig, auch da wackelt nichts, das geht einfach, ich kann hier hin und her schieben, klein schieben, groß schieben, was das Herz begehrt. Ich gehe jetzt nochmal in die Eingabezeile, lösche das, was hier steht, wähle vielleicht doch mal für so eine Eingabe die Standardtastatur und gebe hier einfach mal About Config ein, About, der Tollpunkt ist hier. Ja, das ist ein kleiner Trick. So, ist das jetzt der Vorführeffekt? Nee. Jetzt gibt es zusätzliche Möglichkeiten. Hier seht ihr, der Dump Navigation Cache ist dazugekommen. Aber auch im Einstellungsmenü hat man jetzt erheblich mehr Möglichkeiten. Ganz toll gefällt mir hier unter Debuggen. Hier die Möglichkeit, sich als Desktop-PC auszugeben. Das ist in der Standard-Einstellungsmenü nämlich nicht vorhanden. Es funktioniert wirklich sehr gut, das Browsen als Desktop-PC. Also mein Tablet gibt sich quasi als Desktop-PC aus, nicht als Tablet. Manchmal muss ich das umstellen, wenn ich zum Beispiel Apps runterladen will, dann sagt er mir, oh, das ist nicht kompatibel, dann muss ich das natürlich wieder auf mein Sony-Tablet umstellen. Ansonsten lasse ich das im normalen Surfen eigentlich auf Desktop, weil es wirklich auch sehr gut funktioniert.
Auch Videos und dergleichen spielt da vollkommen flüssig ab. Ja. So viel gibt es zum Browser zu sagen. Vielleicht noch eins. Auch hier, Tablet Browsing ist möglich. Zack. Hier kann ich die verschiedenen Browser-Tabs öffnen. Und auf die gleiche Weise kann es natürlich auch wieder schließen, wie man es eben auch von Chrome gewohnt ist. Im Prinzip ist es ja, sowas ähnliches wie ein Chrome-Browser. Ich gehe jetzt raus aus dem Browser. Was gibt es noch? Die Music-App übrigens, Google Music, war standardmäßig schon drauf auf dem Tablet. Und funktionierte auch, also ist sofort synchronisiert. Hier sieht man eine Auswahl an Musik, auch das fand ich ganz nett, weil früher gab es ja, ich weiß gar nicht, ist mittlerweile offen, früher gab es ja Probleme, Google Music zu bekommen, ging nur auf Einladung oder so. Also hier war es auf jeden Fall schon drauf. Ja, ein Wort vielleicht noch zu den Sony-Diensten Music Unlimited und Video Unlimited. Music Unlimited ist noch nicht verfügbar, Video Unlimited aber. Es dauert einen Augenblick. So. Ich sehe gerade, ich müsste jetzt erst nochmal runterladen. Das, mal schauen, wie lange das dauert. Es ist eben live. Er lädt herunter. Hier unten sehe ich das in der Leiste. Herunterladen abgeschlossen. Ich sag mal, installieren. Öffnen. Ja, jetzt muss ich es auch noch aktualisieren. Also das wird mir jetzt zu doof an dieser Stelle. Wenn es jemanden interessiert, ich liefere da noch was nach zu dem Video Unlimited. Ist auch so toll nett. Man kann sich dort Videos anschauen, kann sie ausleihen für einen Tag oder so. Kostet dann 99 Cent. Man kann auch die Filme komplett runterladen für alle Zeit, also dauerhaft. Und dann kostet es so 8, 9 Euro um den Dreh rum. Ist also ganz nett, aber ich glaube nicht, dass ich das künftig benutzen werde. Ja, was gibt's noch zu sagen? Skifta wollte ich noch vorstellen. Es gibt ja ein Sony-eigener DLNA-Dienst, um Musik zu streamen, Videos zu streamen oder auch Bilder oder dergleichen. Aber ich muss sagen, das hat nicht zu 100% funktioniert, zumal der eigene Player auch nicht alles abspielt. Erheblich besser gefällt mir hier die App Skifta. Ich schaue mir die gerade mal auf den Desktop. Öffne das Ganze. Hier kann ich nämlich auswählen, was wo hingestreamt werden soll und was ich dann sehen mag. Suche ich mir erst eine Medienquelle aus. Hier habe ich meine ganzen Medienquellen. Ich wähle mal den Fritzbox Media Server. Hier wähle ich meinen Player aus. Ich möchte natürlich jetzt auch hier auf dem Desktop vorführen und werde dann jetzt gleich hier auch das Tablet wählen. Ich hätte natürlich auch die Möglichkeit, das an meine Western Digital Box zu streamen und dann auf dem Fernseher zu sehen. Ich habe eine PlayStation, darüber würde es auch gehen, wenn sie denn an wäre. Also ich sage es okay, zeigt mir das Video hier auf dem Tablet an. Ja, und jetzt kann ich mir hier schon aussuchen, welche Datei ich sehen mag. Hier Filme beispielsweise. Jetzt verbindet er sich quasi direkt übers Netzwerk mit meiner Fritzbox, beziehungsweise die Festplatte, die hier an der Fritzbox hängt. Na, jetzt dauert es doch einen Augenblick, da sind sie. Ich sage es mal, alle Filme. Ja, und schon sehe ich hier meine Filme. Hier zum Beispiel habe ich schon nochmal ein Video hochgeladen, das auch auf meiner Homepage zu finden ist. Ich breche das jetzt mal hier ab. Also Skifta, wirklich eine geniale Sache. Musik von, nach, überall hin streamen, wie man es eben mag. Ja, was gibt es noch? Da gibt es hier noch die Funktion Select Apps. Da sind, dahinter verbergen sich eben die Apps, die besonders gut für das Sony Tablet S geeignet sind. Das sind quasi ein Sony-eigener Dienst. Da habe ich mein Fußballspiel runtergeladen, 300-400 Megabyte, was das gewogen hat, ich weiß gar nicht mehr so genau. Es kommt natürlich schon gut rüber, in 3D und so weiter und so fort, läuft alles sehr flüssig. Es gibt eine kostenlose Testversion von diesen HD-Spielen und ansonsten
kann man die, wenn man es darüber hinaus nutzen mag, auch käuflich erwerben. Vielleicht noch ein Wort zum Market. Der Market ist natürlich ein Tablet-Market, also nicht der Market, den ihr vom Android-Handy kennt. Es sind insofern auch nicht alle Apps verfügbar. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt mit dem Flex T9, weil es einfach auch nicht kompatibel ist. Es gibt leider noch nicht so was wie ein Market Enabler, was es quasi für die Handys gibt, aber auch nicht für den neuesten Market. Gut, einfach mal abwarten, was da die Zukunft bringt, wenn die Teile dann auch geroutet sind oder geroutet werden können. Hoppla, jetzt bin ich auf Facebook gekommen. Es tut sich ja noch nichts groß bei XDA, aber auch da will man ans Werk gehen und sich das Sony-Tablet vornehmen. Ja, ansonsten bin ich durch, so denke ich. Ich hoffe, ihr fand es einigermaßen interessant. Ansonsten bin ich natürlich auch gern bereit, eure Fragen zu beantworten. Und ich hoffe mal, dass es der Cashy zeigt. Wenn nicht, mache ich das in meinem eigenen Stream verfügbar. Okay, vielen Dank und ciao.